Ja, weiter geht's mit Heidemarie Sasse, MET-Zentrum Hannover. Herzlich willkommen, liebe Heidemarie. Ja, herzlich willkommen. Ich bin gerne ja bei in Leipzig. Das ist ja fast immer die gleiche Ansage, die ich mache. Und ich bin einfach froh, dass ich bei euch sein darf. Schön. Ja, MET Astro heißt es ja, oder wird es anders ausgesprochen? Mit Nee, mit Astro habe ich das Astro, genau. Wortschöpfung. Mit Lilith zurück ins Paradies. Das klingt ja, das klingt paradiesisch und es ist Meinst du so das schöne Lyrik? Ja. Kulisse heute bei dir, wunderschön. Und ja, heute wieder ein ganz interessantes Thema. Da fühle ich mich ja dann auch ein bisschen zu Hause als Steinbock. Genau. Im 10. Haus, Steinbock, Saturn, Lilith und die Macht der Vergebung bringt uns Ja. zurück ins Paradies. Der Langlebigkeit, Jugend, Gesundheit und Schönheit. Wow, was für ein schönes Thema. Gefällt mir. Ja, genau. Schön. Okay. So, dann erzähl uns mal ein bisschen darüber, was es damit auf sich hat, liebe Ja, Heidemarie. okay. Also ich habe ja eben schon angedeutet, es gibt zwei Probandinnen heute, deswegen muss ich die Ja. Zeit ein bisschen gut einteilen, weil ich habe natürlich auch ganz viele wichtige Dinge, die ich sagen müsste. Das werde ich dann nachher auf dem Blog stehen haben, auf dem Lilith-Blog. Der ist ja jetzt Gott sei Dank soweit. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Ich habe die ersten 10 Minuten eingeplant für das, was ich jetzt sage und was eben wichtig ist. Ja. Und weil viele neue dabei sind, das weiß ich eben von den Rückmeldungen, die ich dann auch auf Skype und so hatte, dass da einige Fragen auch sind, die ich jetzt so vorab gleich so pauschal beantworten kann. Sehr Und schön. dann sind jede Probandin bekommt 20 Minuten und dann haben wir anschließend noch 10 Minuten Zeit für Chatfragen zu beantworten. Also während wir jetzt hier dann nachher am Klopfen sind oder auch jetzt, wenn ich jetzt hier mein Text vortrage, dann kann in den Chat geschrieben werden, einfach ja, reinschreiben und die werden in den letzten 10 Minuten dann beantwortet. Und wenn die Zeit nicht ausreicht, dann geht es auf dem Lilith-Blog weiter. Na, also da Aha, können okay. Kommentare reingesetzt werden jetzt inzwischen und dann wird das sowieso da noch ein bisschen ausführlicher alles beschrieben, was jetzt in dieser einen Stunde zu kurz kommt vielleicht. Ne? Es werden ja viele Fragen vielleicht offen bleiben und die jetzt heute dabei sind, da weiß ich einfach, dass die Chats gewohnt sind und dass sie damit umgehen können und dann werden halt auch wahrscheinlich etliche Fragen dabei sein. So, ich fange Okay. jetzt erst an mit der wichtigsten und schönen Nachricht oder schönsten Nachricht, würde ich sie sogar sagen. Ich habe nämlich heute Morgen mit Jeet noch gesprochen. Wir haben ja am Donnerstag, also jeweils Heiligabend und auch Silvester. Und das ist ja mein Abend, ne, wo wir halt immer unsere Live-Sendung haben. Und Jeet hat gesagt, ich habe ihn nämlich angefragt, weil ich hatte mehrere Anfragen, wie das dann halt ist. Und dann habe ich, also haben wir beschlossen, Heiligabend und Silvester ist ganz normal in der ganz normalen Zeit, wie wir diese ganze Serie das hatten. Ja, und am Heiligen Abend geht dann sozusagen die Lilith-Serie zu Ende. Und wir starten mit der dritten Staffel am Silvester. Und das passt natürlich wunderbar zum Thema. Und ich werde die dann auf dem Chat haben. Das wird jetzt zu lange dauern, das zu erzählen. Aber ich habe auch schon Probandinnen wieder, die angemeldet sind, auch gerade an Heiligabend. Und das wird wird natürlich auch ganz schön, auch ein bisschen schön, wie Heiligabendmäßig dann halt ist. Ne? Ja, Eine Einstimmung ist ja schon zu sehen, hier meine schönen, ne, sehr Kerzchen schön. und so alles, dass es wirklich auch gemütlich ist. Und Silvester natürlich auch. Ne? Silvester hat dann schon ein bisschen andere Themen. Und dann werden wir wahrscheinlich, falls Jeet nicht andere Wünsche äußert, habe ich erstmal so in den Raum gestellt, dass wir dann vielleicht Chiron nehmen. Ne? Und das sagt vielleicht manchen jetzt nichts, aber wer das nachliest oder vielleicht mal auch bei Google eingibt, was damit gemeint ist, dann müsste natürlich Astro dazugeben, sonst kommt er auf andere Inhalte. Aber ich teile es sowieso auf dem Lilith-Blog auch mit. Okay. So, jetzt, ja, also das ist jetzt erst schon mal wichtig. Und jetzt muss ich noch mal so ein Thema anschneiden. Es geht heute natürlich auch wieder um Thema Geld. Und also mir tut es wirklich immer in der Seele weh, wenn ich Leuten, also nur wenn sie mich anschreiben und sagen, ja, oh, ich würde so gerne ein Seminar machen oder ich würde so gerne mal eine Sitzung machen, aber ich kann das nicht bezahlen. So, und dann tut es mir natürlich in der Seele weh, also ich möchte das halt nicht. Ich möchte, dass wirklich jeder halt mitmachen kann, weil das Klopfen ist wirklich diese emotionalen Konflikte.
Konflikte zu lösen, ist so, so ein wichtiges Thema, gerade was jetzt gerade sich in dieser politischen Arena da zuspitzen scheint. Also das können wir wirklich mit unseren Emotionen, wenn wir lernen, die runterzufahren oder auf Null zu bekommen sogar, dann kann sich alles auch im Außen entspannen. Ja. So, jetzt habe ich folgende Idee, also wer das gerne möchte, also wer wirklich diesen Herzenswunsch hat, also auch noch, ich habe jetzt für jetzt Samstag und Sonntag sind auch noch Plätze frei. Also es ist so, dass es gibt ja sowieso diesen Sonderpreis für 2 Tage. Das ist ja extra so gestaltet, weil da das Grundseminar drin ist, da ist die Grundtechnik zwar drin, viele können MET, dann sagen die brauchen die nicht, aber ich beziehe ja immer gleich schon von Anfang an die Astrologie mit ein. Deswegen ist es wichtig, dass jeder auch dieses erste zum Starten überhaupt mitmacht. Und dann ist der Sonntag, ist dann schon die erste Achse. Also es ist sehr viel Lerninhalt, aber auch sehr viel Praxis. Weil wirklich praxisbezogen, wirklich Learning by Doing geht das gleich los. Und diejenigen, die da waren, die können am Montag zu Hause schon weitermachen mit sich selbst und vielleicht auch mit einer Freundin oder so. Und die können dann schon klopfen, weil das üben wir an dem Wochenende. Immer. Und ich habe ja am Anfang jetzt erstmal wirklich jedes Wochenende das Gleiche drauf. Ne? Das heißt also, wenn jemand das ein zweites Mal wiederholen will, der zahlt sowieso nur einen halben Preis. Und jetzt komme ich wieder auf die Leute zurück, die sich das nicht erlauben können oder sagen, sie haben zu wenig Geld. Also was ich brauche, ganz einfach, auch schlicht in echten Euros, sage ich jetzt mal, da, wie unecht sie auch sein mögen. Aber das ist nun mal halt noch dieses derzeit anerkannte Zahlungsmittel, wo ich dann auch meine Miete mit bezahlen kann. Das brauche ich 50 Euro. Wenn eine Anzahlung von 50 Euro geleistet werden kann, ob jetzt über PayPal oder mir vielleicht auch einfach eine Mail schreiben, auf die MET-Seite gehen, und dann oben rechts ist das Kontaktformular. Manche finden das nicht so schnell, man muss ganz hoch scrollen. Dann sieht man das Kontaktformular und da schreibt ihr mir einfach alles rein, was euch so auf der Seele liegt, ob ihr ein Seminar mitmachen möchtet. Also Einzelsitzungen, muss ich wirklich sagen, kann ich nur ganz, 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 ganz wenige machen, weil die Zeit ist einfach immer zu viel gebunden. Und ihr habt mehr davon, wenn ich mich um den Lilith-Blog den weitergestalten kann, weil das wird so auch gemacht, dass jeder das auch von zu Hause mit machen kann, weil die Grundidee von Roger Callahan war ja sowieso, als er das mal, das ist ja schon, ich weiß gar nicht, wie lange das schon gibt, das ist ja aus Amerika mal gestartet, der hat das auch Open Source ins Netz gestellt und das hätte eigentlich jeder so sich selbst erarbeiten können. Aber ich weiß natürlich auch, dass es schwierig ist, dass es nicht so ganz einfach ist. Es ist leichter, wenn man jemanden hat, der ihm das mal zeigt, wie es geht und dann kann man es selber besser. Und dafür reicht im Grunde genommen schon Grundseminar aus. Und mein Wunsch ist natürlich, dass es ganz viele auch weitergeben. Deswegen ist es auch so, dass wir in dem Ort, wo ihr seid, wenn ihr 10 Teilnehmer zusammenbekommt, die das Seminar mitmachen wollen, komme ich auch zu euch. Habe ich ja mehrfach schon gesagt. Aber da brauche ich dann wenigstens von den 10 Leuten 5, die ganz normal bezahlen können. Und wenn 5 dabei sind, die entweder nur die 50 Euro anzahlen können, und dann ist mein Gedanke, bin auch wieder durch jemand anderen mit darauf gekommen, dass man dann natürlich auch Wertschätzung, wir müssen ja alle Wertschätzung üben, dass wir natürlich auch mit dem ausgleichen können, was jeder hat oder kann. Ne? Und da muss jeder halt sich dann bei der Mail, wenn die Kontaktanfrage dann kommt, dann einfach sagen, welche Idee dann ist, wie man den Rest ausgleichen kann oder wie man das gestalten will. Mhm. Ja? So, also das wollte ich halt einfach vorweg mitteilen. Und dann hatte ich auch die Frage, ob ich auch Reh nehme. Also natürlich nehme ich auch Reh. Und wer jetzt nicht weiß, was das ist, schaut einfach wieder auf den Lilith-Blog. Weil das wird da dann erklärt und das ist jetzt also einfach nur so in den Raum gestellt, weil ich eben weiß, dass etliche heute Abend mit dabei sind, die wissen, was Reh ist. Ich erkläre das jetzt nicht und das braucht auch sowieso ein bisschen Zeit und das ist eh ein Thema, was erst ein bisschen später kommt. So, dann möchte ich jetzt auf das eigentliche Thema kommen, weil die Überschrift ist ja heute Lilith und die Macht der Vergebung. Du hast es ja vorhin schon gesagt, auch den Untertitel. Und dann habe ich so ein Filmchen, den habe ich ja schon mal, wir haben ja damals köstlich gelacht, da war der gerade ganz frisch, weil ihr könnt ja auch, wenn jetzt Fragen auftauchen, könnt ihr als erstes erstmal aus dieser Staffel, aus der ersten Staffel, wenn ihr bei YouTube drauf geht oder hier bei uns, ne,
hier bei Jeet. Also es ist ja alles wirklich gut übersichtlich ins Netz gestellt. Das hat Jeet ja ganz toll gemacht. Also der Titel heißt dann Vom Sündenbock zum Nationalheld. Und ich habe ja dann die Nationalheldin draus gemacht. Mhm. Wenn ihr das Video hört, dann wisst ihr das noch. Es geht natürlich um Angela Merkel. Heute habe ich sie auch noch mal so als Filmempfehlung. Mhm. Es gibt nämlich, da hatte ich das damals schon gesagt, es gab damals diesen Film, Eisläuferin heißt der Titel, mit Iris Berben als, sie hat dann halt die Regierungschefin gespielt. Und Katharina Wendt war halt unterwegs, die Regierungschefin im Film. Und sie wird von einem herabstürzenden Holzschild am Kopf getroffen. Und dann hatte ich, habe ja damals gesagt, sie hatte dann ihre Erleuchtungsmomente und in den Texten, wenn man die nachliest, steht es natürlich anders, weil es gibt natürlich ganz viele, die diesen symbolischen Hintergrund gar nicht entschlüsseln können. Aber das ist ja das, was ich gerne mache. Und da verliert sie zum Beispiel in diesem Moment ihr Gedächtnis und wacht jeden Morgen mit demselben Satz auf, also wie täglich grüßt das Murmeltier, da kennen ja auch viele. Die Mauer muss weg, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Also es geht um die Wendezeit 1989, ne? Kurz vor dem Mauerfall und so ähnlich. Die Eisläuferin. Aha. Die Eisläuferin heißt der Titel, genau. Und das könnt ihr einfach, wenn ihr das googelt, findet ihr das schon ganz schnell und ist wirklich köstlich. Also wer ein bisschen klopfen kann, wer sich mit der Symbolik ein bisschen auseinandersetzt, der lacht sich schlapp. Aber ich möchte das auch mit, also natürlich, also nicht nur zum Schlapplachen gedacht, sondern eben wirklich auch, man könnte zum Beispiel klopfen und wir können uns wünschen, dass genau wie dann nachher das Ende ist, weil sie steht dann nämlich dann so, wie wir uns Angie eigentlich wünschen würden, steht sie dann da am Mikro und hat dann wirklich alles so rumgedreht, wie wir das gerne haben möchten. Ja, unser Gehirn braucht ja Bilder und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bilder schon im Kopf haben sozusagen, dass wir also halt uns das, was wir, wenn unsere Vorstellungskraft ausreicht, das ist ja auch immer Ziel, wenn ich klopfe und Stellvertreterklopfen mache und dann mit dem Wahlsatz arbeite, dass wir brauchen neue geistige Bilder für unser Gehirn, damit sich das, was wir gerne möchten, auch materialisieren kann. So, okay. Dann muss ich noch kurz die Transite sagen, weil da ist nämlich noch was wichtig, weil das ist ganz wichtig zu wissen. Also morgen ist ja, Moment, jetzt muss ich das korrekt sagen, am 10.12. sind die Transite heute. Also heute ist Lilith 11 Grad in der Waage und der Mond steht auf Zeitwechsel zum Schützen, weil wir haben ja morgen Freitag 11.31 Uhr einen Schütze-Neumond, also Schütze-Neumond. So. Und das ist ein ganz wichtiger Neumond, weil wir haben jetzt natürlich noch Zeit bis, also die ersten 3-4 Tage beim Neumond rechnet man so in diese Neumondphase. Aber die ist also dieses Jahr, sage ich extra auch, weil wir haben ja diese scheinbare Kriegssituation und heute waren die ersten Flieger unterwegs und so. Und es ist so wichtig, dass wir das jetzt gerade umdenken lernen, weil ein ganz wichtiger Aspekt solltet ihr vorher wissen. Und genau am zweiten Weihnachtstag wird nämlich Uranus direkt, der ist bis jetzt noch rückläufig. Ja, und das hat dann mit allen Themen, mit denen ihr jetzt entweder belastet oder auch nicht mehr belastet seid, weil das nimmt nämlich dann neben die schönen Sachen auch noch Speed auf, weil Uranus ist ja schnell, also ich spreche ja dann immer vom Genie, von den Gedankenblitzen und sowas alles. Und das ist einfach dieses Tempo. Wer Stress jetzt hat in negativer Auswirkung, der hat dann noch mehr Stress. Weil der bekommt dann noch mehr Stress, weil Uranus dieses Tempo hat. Ja? Aber es geht andersrum natürlich genauso. Es wäre dann ein Friedensbeschleuniger, wenn wir lernen, mit unseren emotionalen Konflikten die runterzufahren, uns da nicht reinziehen zu lassen. Und dann ist wirklich Frieden schon in Sichtweite. Und ich versuche das ja extra immer schon zu formulieren, dass ich gerade noch so verstanden werde, dass ich ganz, ganz viele mitnehmen kann in diese neue Welt des Friedens. Am liebsten natürlich Weltfrieden. Und so ist ja das Friedensprojekt mit Lilith auch formuliert, auch wenn ihr so ein bisschen auf der Webseite schaut, ne, dass wir wirklich mit dieser Märchensteuer und tralala, das kürze ich jetzt ab, das habe ich oft genug gesagt, das könnt ihr alles nachlesen, dass das wirklich, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur souverän handeln, sondern sich selbst ermächtigen und nur noch da einkaufen gehen, wo draußen ein Schild an der Ladentür hängt, hier kommt die Vorsteuer zum Beispiel in die Kommunenkasse. Ne? Mhm. Das erzähle ich jetzt nicht mal, das habe ich letztes Mal ausführlich gemacht, weil heute ist nämlich wirklich dran, dass wir lernen, mit Saturn
Saturn umzugehen, weil die Bremse wäre Saturn. Und das ist ja der Hüter der Schwelle, kommt alles in dem Video, was ich vorhin genannt habe, vom Sündenbock zur Nationalheldin oder Held steht da natürlich, das anschauen. Dann habt ihr schon so ein bisschen was mitbekommen. Und jetzt möchte ich natürlich die beiden, dass die beiden nicht die Zeit wegläuft, dass ich mit einer von den beiden schon anfange zu starten und Fragen wirklich, also wenn Fragen sind und die können heute nicht beantwortet werden, dann können die im Chat als Kommentar auf dem Lilith-Blog gestellt werden und die werden da natürlich die ganze Woche über bearbeitet. Ich sitze wirklich jetzt inzwischen jede Nacht und schreibe da wieder Texte rein und der wird super interessant. Sehr schön. Ja, okay. Okay, jetzt könnte es sein, also jetzt weiß ich nicht, ob die beiden sich mit Nickname einwählen. Ich müsste dann halt nur wissen, wer von welchem, dass ich die nicht verwechsle. Ne? Mhm. Also ich habe ein Erika und Erika, der hatte ich gesagt, dass sie als erstes drankommt und wenn sie da ist, dann darf sie sich gerne melden. Okay, liebe Erika, wenn du jetzt einfach, es braucht kein Login und nichts, sondern wirklich einfach nur ein Nickname dir geben und dann schon kannst du losschreiben. Und sollte das jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gehen oder schaffst du es nicht, ich tue jetzt einfach mal die Telefonnummer reinschreiben. Dann meldest du dich einfach unter dieser Nummer. Ich hole schon mal das Telefon. So, schauen wir mal. So im Chat tut sich. Sonst haben wir auch noch eine Maria. Wenn die schneller drin ist, dann nehme ich sie zuerst und dann kommt Erika eben anschließend dran. Okay. Also liebe Erika, liebe Maria, oder? Ja. Genau. Also meldet euch entweder im Chat direkt, ich lese das dann vor, oder ruft direkt die Telefonnummer, die jetzt hier steht. Also scheint noch nicht. Okay, dann mache ich halt im Text ein bisschen weiter. Ja, genau. Ja, ne? Und sobald sich das meldet, gebe ich dir Bescheid. Genau, halt so machen wir es. Blog weiter. Ne? Genau. Okay. Gut, dann sage ich noch mal was zu diesen wichtigen Transiten. Vielleicht soll die Info da noch rüberkommen, dass wir. Aha. Alles klar, gut. Hallo. Hallo. Hier ist die Maria. Hallo. Hallo, Maria. Hallo. Hallo. Oh Gott, ich höre mich. Ah, genau, so. Genau. Du musst jetzt deinen Ton ausmachen. Ja, sonst den mache ich. Moment, den mache ich aus. Sonst haben wir hier eine Rückkopplung. So, er ist weg. Genau, super, danke, weil das immer zeitverzögert ist. Ich konnte mich irgendwo nicht einloggen, es ging nicht. Nee, nicht, man muss gar nicht einloggen, nur Nickname und dann gibt es eigentlich schon zu schreiben. Aber wo der Nickname? Okay, dann machen wir das in Ruhe nochmal. Jetzt ist der, geht der über den Äther und jetzt bist du Maria, passt ja zu Weihnachten. Genau, sehr schön. Genau. Okay. Dann sollte es jetzt so sein. Genau. Ja, ich dich jetzt erstmal ganz herzlich und bedanke mich, dass du bei uns mitmachst. Und dass ja, du ganz ich danke dir, Heidemarie. So ganz spontan. Ja, genau. Spontan ist immer gut und wir können auch ganz spontan Frieden schaffen. Genau. Ne? So sehe ich so das auch. Wir das. Okay. Mhm. Hast du vorhin alles gehört, was ich auch einleitend schon gesagt habe? Alles, ja. Okay, gut. So, dann ist ja jetzt, du hast mir ein bisschen Text geschickt, also es ist natürlich zu viel für diese 20 Minuten. Also ich weiß natürlich, das geht um die große Überschrift Geld. Mhm, genau. So, und jetzt weiß ich einfach aus dieser Konstellation heraus, dass der Großvater eine große Rolle spielt und dass der, also das ist der Großvater vom Vater.
Kennst du ein ganz bisschen von deinem Horoskop oder weißt du gar nichts davon? Was genau meinst du jetzt? Kennst du irgendwie dein Horoskop? Weißt du zum Beispiel, welchen Aszendenten du hast? Ja, das weiß ich. Das ist der Zwilling. Okay. Und da sitzt direkt der Nordknoten auf dem Aszendenten. Also gibt es ein karmisches Thema, weil direkt eine Opposition geht zum Deszendenten. Ich gucke ja immer am liebsten erst die Projektionen. Und das machen die wenigsten. Und du hast also eine direkte Opposition zur Sonne und zum Merkur. Das heißt, das sind Begegnungen, die du hast. Du wirst ganz viel mit sogenannten Prahlern zu tun haben. Die Sonnenkompensatoren sind ja halt so. Ja, also ich will jetzt nicht zu sehr in diese Themen reingehen, sondern lieber ganz konkret gleich damit anfangen, weil es gibt also ein karmisches Thema, weil dann hängt die Sonne nämlich am Südknoten, was die Vaterlinie betrifft. Ich spreche da nicht nur vom Vater, sondern von der Vaterlinie. Und der Merkur steht direkt neben der Sonne. Das heißt, das ist auch ein Thema Kommunikation, ne? Und die Sonne steht im Schützen, das weißt du ja. Und da geht es halt also um Ironie, Sarkasmus in kompensatorischer Ausdrucksform. So, und das ist das eigentliche Thema, was wir natürlich im Schützen unbedingt noch lernen müssen, nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern natürlich das deutsche Volk überhaupt, weil wir haben ja ganz viel mit Ironie, Sarkasmus und sowas zu tun, auch was die Nazi-Zeit betrifft. Ja? Und da steckt zwar ganz viel drin, aber das muss jetzt nicht heute das Thema sein, nur so als allgemeine Info für alle anderen mit. So, und dann ist diese Opposition ganz wichtig, aber weil der Großvater hat noch eine, also da hängt sozusagen dieses Selbstwertthema drin und Selbstwert hat ja einen wichtigen Hinweis, der wird gebildet im Alter von 7 bis 14 Jahren und wenn es viele Selbstwerteinbrüche gegeben hat in der Zeit, hat das eine Auswirkung auf Geld, was man selbst verdient. Selbst wenn Leute gut oder viel Geld verdienen, bleibt es meistens nicht bei denen, weil sie opfern es in die Sippe, heißt ins gegenüberliegende Haus. Achtes Haus, das ist zweites Haus und achtes Haus, das sind zwei Achterachse wäre das. So, und das ist wichtig zu wissen. Und die ist Saturn, also Steinbock angeschnitten. Deswegen sind die Saturn-Themen für dich besonders relevant, nicht nur für dich. Ich weiß, dass es eben den meisten so geht. Okay, also sowieso auch als kollektives Thema. Und der steht dann auch im 10. Haus der Saturn und da steht er sehr betont, weil er da im eigenen Haus sozusagen steht. Aber auf Zeichenwechsel von Wassermann zu den Fische-Themen. Deswegen ist diese spirituelle Ader, die du sozusagen hast, das ist erkennbar, aber da ist zum Beispiel auch der Chiron, wo wir am Silvester mit anfangen, das ist dann der erste aus der dritten Staffel dann das erste Thema und da wäre dann Chiron sozusagen dran als Thema. Ne? Okay, das ist aber noch in der Zukunft, jetzt möchte ich mit dir flott ein bisschen klopfen. Kennst du das Klopfen überhaupt oder ist es für dich völlig neu? Naja, ist nicht neu, kenne ich ja. Okay, das ist natürlich hilfreich, geht dann alles ein bisschen schneller. Ich mache die beiden Vorübungen nicht, sondern ich gehe gleich direkt ins Klopfen. Und wir nehmen jetzt einfach mal, weißt du was von deinem Großvater? Irgendwas Gelittenes? Nö, gar nicht. Gar nicht. Ja, schon länger gestorben, also. Ach so, wie alt warst du? Wow, keine Ahnung, wie alt war ich, wo der Opa gestorben ist. Na, vielleicht im jugendlichen Alter. Oder als Kind wahrscheinlich noch. Ich müsste mal nachschauen vom Datum her. Ich weiß nicht auswendig. Ja, das können wir später dann noch machen. Ich mache dann jetzt erstmal, dass du ein bisschen freie Bahn bekommst. Also nehme ich erstmal die Uranus-Auslösung. Die ist mit 26 gewesen. Also 1991. Wenn du dich spontan an irgendetwas erinnern kannst, wo du vielleicht vielleicht der Stress mit Geld angefangen hat oder so, du hast ja gesagt, du hast schon ganz viel gemacht und irgendwie kommt immer was dazwischen. Das ist also halt so also ein Ausdruck dafür. Fällt dir spontan was ein mit Uranus? Also die Zeit war das 1991 in der Frühjahrszeit, so zwischen Anfang des Jahres, also 19.03. war die direkte Auslösung und man rechnet immer so 2, 3 Monate vor oder zurück in der Zeit. Müsste irgendwas, ja. Ob mir da was passiert ist? Ja, irgendetwas Unangenehmes, was du erinnerst. Nee, nicht wirklich. Okay. Jetzt spontan fällt mir jetzt da von der Zeit ja nichts ein. Okay, das ist okay, mal sehen. Ja gut, aber das ist, also eigentlich ist es etwas, was du erinnern müsstest. Also weil Pluto ist auch noch daneben, also irgendwas Transformatorisches. Was hast du denn überhaupt gemacht, beruflich oder so? Der damaligen Zeit haben wir damals das Haus gebaut und sind ins Haus eingezogen, ungefähr in dem Zeitraum. Und ist es gut gegangen? Aber das war jetzt nichts, naja, das Haus haben wir jetzt wieder verkauft. Also zum damaligen Zeitpunkt war es aber gut.
Ja, das meine ich. Und warum habt ihr das verkauft? Ja, weil ich mich getrennt habe vom Mann. Den habe ich dann Ach, 2002 bin ich das ist dann ausgezogen. okay, dann okay. Dann können wir das also halt machen, weil das ist ja meistens der Spiegel. So, und ging es dir dann danach, nach der Trennung, also Viel besser. finanziell besser oder schlechter? Besser. Okay, gut, dann müssen wir das nicht nehmen. Ich brauche irgendwas, was dir wehgetan hat, sozusagen. Also je eher wir da drauf kommen, desto mehr Zeit haben wir zum Klopfen. Fällt dir denn direkt mit deinem Vater was ein, wo er sich sozusagen wie ein, ich sag jetzt mal übertrieben, wie ein Größenwahnsinniger verhalten hat oder sowas? Kennst du Nee, sowas? aber vielleicht hält es mit meiner Mama zusammen, die ist nämlich 2002 ins Koma gefallen und da habe ich die Starke sein müssen, um ihnen das zu übermitteln, dass ich Ach, nicht dann mehr hast du die aufwache. Mutter ersetzt. Dann hast du Das ist mir jetzt sozusagen die ein, war Mutter auch ersetzt. 2002. Dann ist das so, dass du die Mutterrolle übernommen hast, ersatzweise. Ob ich jetzt Stimmt die das? Mutterrolle übernommen habe, glaube ich weniger, aber einfach diese Starke sein zu müssen und selber hast eigentlich gar nicht Ja, aber so. darum geht es mir gerade. Weißt du, also ich versuche mal sowas, was dir in kurzen Worten, was dir in der Seele wehgetan hat. Zum Beispiel auch, als deine Mutter gestorben ist. Wie alt warst du denn? Das war 2008, da war ich, Moment, 42? Nee, Quatsch, das war jetzt 50? Nee, 7 Jahre zurück. 43, 45. 2008, da warst du, also 47, 42 warst du mit, als 2007. 2008 ist sie 2008 ist sie gestorben. gestorben. Im Okay, Juli das. 2008. Nach 6 Jahren Okay. Wachkoma. Ja, aber weißt du, dann nehmen wir doch so einen Film. Da kannst du dich doch bestimmt noch dran erinnern. Also ist sie plötzlich gestorben oder hat sie eine Leidensgeschichte gehabt? Die hat die Leidensgeschichte gehabt. Die war 6 Jahre lang im Gut. Wachkoma. Und ich konnte So, ihr okay. im Endeffekt nicht helfen. So, und jetzt nimmst du einfach mal einen Erinnerungsfilm, wo sie halt in ne, diese Zeit, ein Erinnerungsfilm, weißt du, was ich damit meine? Du brauchst dich nur daran erinnern, an diese Zeit, wo sie halt gelegen hat und krank war und als sie dann gestorben ist. Und dann kannst du einen Erinnerungsfilm machen und ja, lässt den laufen und hältst den Film an der Stelle an, wo es für dich besonders, also die Seele besonders getroffen hat, wo du besonders gelitten hast, dass deine Mutter leiden musste, zum Beispiel. Kannst du da was mit anfangen, wenn ich das so sage? Kann ich ja, aber ich kann den Film nicht herbekommen. Wahrscheinlich tief Ja, vergraben genau. oder Ja, so. das, nee, was heißt den Film her? Also du sollst dich ja nur in einen Erinnerungsfilm reinbegeben. Ja Das ist klar, das nämlich genau verstehe das ich. Ziel. Aber du möchtest ja von mir den tiefsten Punkt haben, ne? Nein, ich möchte von dir keine Diskussion, sondern Nee, den einfach tiefsten nur Punkt dich meiner Erinnerung erinnern, wie geht, oder? weißt, mit Uranus ist es auch so, dass du selber direkt, um dir selbst zu helfen, um deiner Seele zu helfen, auf Distanz gehst. Und das tust du gerade. Du gehst gerade auf Distanz zu diesem Leidensgefühl. Für ein paar Momente brauchen wir das, weil da bist du nachher ganz schnell raus. Weil das war wahrscheinlich auch so etwas Ähnliches wie eine traumatische Erfahrung. So, und da ist es wirklich wichtig, in diesen Leidensmoment kurz reinzugehen, weil das klopfe ich mit dir. Verstehst du, was ich sagen will? Das verstehe ich, bloß ich weiß nicht, an welchen Punkt ich ran soll. Du sagst sogar, Nee, irgendwas nein, blockiert nein, du mich, ne? bist, nein, du bist zu sehr Deswegen im komme ich an Verstand. dieses Bild auch nicht ran, was du von mir Nee, möchtest, deswegen, du dass bist ich auf da nochmal reingehen Distanz. in die Aber Geschichte. das Dass ich weiß nicht, anders. Wir machen das welchen anders. Punkt Wir ich da kommen nicht nehmen soll. weiter. Dann nimm einfach mal, was deine Mutter. Warte mal. Wie komme ich da jetzt mal dran? Also, du hast gesagt, Wachkoma. Wie ist denn das? Wie hat es denn angefangen? Ganz plötzlich. Also, Im ja, Schlaf ganz quasi plötzlich. Herzinfarkt Was und war. reanimiert worden und dann war der Sauerstoff zu wenig und da war das Wachkoma da und sie war auf Intensiv Ich habe gelegen. den Anfang nicht verstanden. Ich habe den Anfang nicht verstanden. Was war das? Wo sie Herzinfarkt im her? Bett. Herzinfarkt. Oh, na Ja, in dann der habe ich doch Früh das Bild. Herzinfarkt zu spät So, erkannt jetzt. und ist reanimiert worden und durch diese Reanimation und zu wenig Entschuldigung. Sauerstoff im Gehirn war das Wachkoma da. Mehr brauche ich nicht. Wir nehmen jetzt gleich einen Stellvertretersatz. Ich wollte eigentlich erst von dir was klopfen, dass du, weißt du bist sofort auf Distanz und bist sofort weg. Und ich kann dich nicht erreichen an der Stelle. Okay. Jetzt mache ich einfach einen Stellvertretersatz mit dir und dann kannst du einfach so, wenn du Klopfen schon kennst, legst du mal die Hand aufs Herz. Kannst du mich gut sehen? Rechte oder linke? Wie bitte? Rechte oder linke Hand? Das Herz, ja, welcher, bist du Linkshänderin oder Also Rechtshänderin? ich halte gerade momentan, ich bin Rechtshänderin. Dann nimmst du deine rechte Hand und legst sie auf die linke Brust, da wo das Herz Okay, ist. ja, habe Okay. ich. Und jetzt machst du einfach eine kreisende Bewegung. Kannst du mich gut sehen? Ich kann nur deinen Kopf sehen. Okay.
Ist es besser so? Ja, den Kopf, ach so, klar, den Kopf sollst du auch sehen. Kannst du auch so bis zur Thymusdrüse und die obere Seite, Oberstelle hier sehen, wo ich meine Hand kreise? Nur den Finger sehe ich. Da geht drüber dann dein Name, Heidi Marie Sasse, Med Astro mit Lilly zurück und so weiter. Dieser Balken ist drauf. Jetzt ist besser. Also Ja. siehst du, dass meine Hand kreist? Ja. Okay, das reicht ja aus. Okay, so jetzt legst du auch deine Hand aufs Herz, deine rechte Hand aufs Herz. Und dann sprichst du einfach nach. Auch wenn meine Mama Auch wenn meine Mama einen Herzinfarkt hatte einen Herzinfarkt hatte. und ja, also später auch dann gestorben ist, Später auch daran gestorben ist. liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie ist. Liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie ist. Ruhig nochmal, du bist noch zu sehr im Verstand, versuch dich mal einzulassen. Ich kann das richtig raushören, dass du drüber bleibst. Also das heißt, das ist mit dem Zwillingaszendenten auch wirklich nicht so einfach. Und vor allem jetzt gerade so in dieser kurzen Zeit. Versuch mal richtig so mitzugehen in diese Momente, wo du gesehen hast, wie deine Mama gelitten hat. Schön tief einatmen und dann wiederholst du ein paar Mal hintereinander diesen Satz. Auch wenn meine Mama an ihrem Herzinfarkt entweder gestorben ist oder gelitten, das Wort gelitten sollte auftauchen. Sie hat ja irgendetwas gelitten, bevor sie den Herzinfarkt bekommen hat. Aber ich will jetzt nicht so viel erklären. Ja klar, Der sie war im Herzinfarkt Körper kommt in einem. eingesperrt. Wie bitte? Sie war ja im Körper eingesperrt, kann man sagen. Sie war Ja, im gut, Körper eingesperrt. bleib mal dann beim Herzinfarkt. Auch wenn meine Mama ganz plötzlich einen Herzinfarkt bekommen hat. Auch wenn meine Mama einen plötzlichen Herzinfarkt bekommen hat, liebe und akzeptiere ich sie so, wie So sie wie ist. sie ist. Genau. Ruhig. Einmal noch. Jetzt geht's schon leichter. Sag's nochmal den gleichen Satz. Und dabei immer noch kreisen, oder? Ja, immer weiter kreisen. Okay. Genau. Ich sag's dann, wenn es weiter wird, anders wird. Okay. Auch wenn meine Mama einen Herzinfarkt plötzlich hatte und daran gestorben ist, liebe und Liebe und akzeptiere sie so, wie akzeptiere sie ist. sie so, wie sie ist. Auch wenn sie es wirklich nicht verdient haben sollte. Kann ich jetzt gar nicht Auch wenn sagen, weil sie. so schlimm war es doch Nee, gar nicht. Warum denkst sagst du du den mal ab, Satz? wir kommen nicht weiter. Deine Zeit ist gleich rum. Okay. Ich verstehe dich bloß Mach manchmal nicht einfach. richtig. Auch? Ja, mach ein. Unterbrich nicht so oft, weißt du? Mach einfach weiter, so wie ich es dir jetzt Okay. sage. Okay? Also noch ein zum Einstieg. Auch wenn meine Mama ganz plötzlich einen Herzinfarkt bekommen hat. Auch wenn meine Mama ganz plötzlich einen Herzinfarkt bekommen hat. Liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie ist. Liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie ist. Auch wenn sie es wirklich nicht verdient haben sollte, Auch wenn sie es wirklich nicht verdient haben sollte. sich ihren emotionalen Konflikt mit ihrem Vater bewusst machen zu können, Sich mit ihrem emotionalen Konflikt mit ihrem Vater bewusst machen zu können. liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie ist. Liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie ist. Und vergebe mir alles, Und vergebe mir alles, was ich dazu beigetragen habe. was ich dazu beigetragen habe. Und vergebe allen Menschen in ihrer Umgebung, Und vergebe allen Menschen in der Umgebung. in ihrer Umgebung, du musst sie In richtig ihrer Umgebung. persönlich, ich weiß, dass dein Verstand gerade kämpft, weil ich weiß ja auch, dass deine Mama gestorben ist. Nur das spielt keine Rolle, die Emotionen sind trotzdem da. Ich sage das jetzt einfach nur so, für deinen Verstand, um den zu beruhigen. Ne, der muss ja nichts dagegen ankämpfen. Ja, lass es einfach zu, das löst sich gleich. Es löst sich wirklich mal für ein paar Minuten. Okay? Okay. Gut. So. Und vergebe allen Menschen in der Umgebung von meiner Mama, Und vergebe allen Menschen in der Umgebung von meiner Mama. die ihre emotionalen Konflikte mit ihrem Vater nicht lösen konnten, Nochmal bitte, emotionalen Konflikte, ihre Konflikte, wie war denn nochmal der Satz? auch wenn alle Menschen, auch wenn die Menschen in ihrer Umgebung, Auch wenn die Menschen in ihrer Umgebung ihre emotionalen Konflikte mit ihren Vätern, sowas glaube ich, ne, nicht lösen konnten. Nicht lösen konnten, genau. Liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie sind. Liebe und akzeptiere ich sie so, wie sie sind. Und vergebe ganz speziell Und vergebe ganz speziell
der dem Vater meiner Mutter. Vergebe ganz speziell den Vater meiner Mutter. Der wahrscheinlich sein Genie oder seine geniale Anlage unterdrücken musste. Der wahrscheinlich seine geniale Anlage unterdrücken musste. Was er dazu beigetragen hat. Was er dazu beigetragen hat. Und vergebe allen Menschen oder allen, ich muss jetzt irgendwelche Vorgesetzten nehmen, weil, also es wird ja wahrscheinlich so sein, dass er auch in der Kriegszeit mit beteiligt war, oder? Okay. Und vergebe allen Kriegsherren zu allen Zeiten, Und vergebe allen Kriegsherren zu allen Zeiten. die Soldaten, Die Soldaten. warte mal, und vergebe allen Kriegsherren zu allen Zeiten, die immer wieder Zu Kriegsherren zu allen Zeiten, die immer wieder. die Väter aus den Familien gerissen haben. Die Väter aus den Familien gerissen haben, In dem irrigen Glauben, in dem irrigen Glauben, sie müssten das Vaterland retten, sie müssen das Vaterland retten, was sie dazu beigetragen haben. was sie dazu beigetragen haben. Und vergebe allen Soldaten, Und vergebe allen Soldaten, die sich entweder freiwillig die sich entweder freiwillig oder gezwungenermaßen oder gezwungenermaßen am Krieg beteiligt haben am Krieg beteiligt haben. und ihre Todesängste an der Front Und ihrer Todesängste an der Front nicht transformieren konnten nicht transformieren konnten und sie auf ihre Kinder und Kindeskinder übertragen haben. und sie auf ihre Kinder und Kindeskinder übertragen haben. Was sie dazu beigetragen haben. Was sie dazu beigetragen haben. Und wähle jetzt für mich Und wähle jetzt für mich liebevolle Konfliktlösung liebevolle Konfliktlösung mit meinem Papa. mit meinem Papa. Und jetzt kommen die einzelnen Punkte. Kannst du den Kopf kannst du gut sehen, hast du gesagt, ne? Ja. Und dann sagst du jetzt mal an der Augenbraue angefangen, ich habe für mich Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösung liebevolle Konfliktlösung mit meinem Papa gewählt. mit meinem Papa gewählt. Jetzt kommt der nächste Punkt. Ich habe für mich Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösung liebevolle Konfliktlösung mit meinem Papa gewählt. mit meinem Papa gewählt. Und jetzt unterm Auge. Also den Angstpunkt, siehst du den? Und du musst immer wieder den Satz sagen, ich habe für mich Ich habe für mich liebevolle Liebe. Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Genau. Und jetzt unter der Nase. Unter der Nase, Immer das wieder ist den aber immer Satz noch, ach, sagen. da unten, okay. Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Und jetzt an der Unterlippe. Ich habe Immer wieder den liebevolle Satz. Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Und jetzt ganz besonders darauf achten, weil hier sind die Nierenpunkte, die Beziehungspunkte. Und da auch loslassen. Ja, loslassen haben wir ja noch nicht. Also, ich habe für mich Ich habe für mich liebevolle positive, na, liebevolle Konfliktlösung. Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Genau. Bleibt da nochmal so ein, zwei Sätze drauf. Sag's nochmal, wiederhol's nochmal. Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Und jetzt so eine Handbreite unterm Arm, kannst du das auch sehen? Brauchst du nur den Arm hochnehmen, wenn du MBT kennst, kennst du das ja vielleicht. Also eine Handbreite unterm Arm klopfen. Ja, auch Wiederholen den klopfen. Satz. Wiederholen den Satz Ich bitte. habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Und jetzt kommt der Daumen, die Innenseite. Kannst du das sehen? Den Daumen sehe ich, ja. Okay. Wiederholen den Satz. Ich habe für mich, ach so, den Daumen Innenseite. Innen, das ist außen, das ist innen. Okay. Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Genau, und jetzt am Zeigefinger. Auch innen, ne?
Ja. Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Und jetzt an der Spitze vom Mittelfinger. Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Jetzt am kleinen Finger. Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Und jetzt an der Handkante. Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Und jetzt am Kronenchakra. Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Und jetzt an der Außenseite Knie. Oder muss ich Beide ja gut Seiten. umsetzen? Außenseite. Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Beide Knie oder nur eins? Beide. Okay. Ich habe für mich liebevolle Konfliktlösungen mit meinem Papa gewählt. Okay. Ja, jetzt habe ich natürlich wenig, jetzt weiß ich nicht, ich hätte jetzt vorher dann fragen müssen, wie es dir geht. Ich wusste nicht, dass es in so eine Richtung geht. Jetzt gibt es natürlich kein Wahlsatz oder sowas. Ich kann jetzt keine Affirmation mehr mit dir machen. Das müssten wir vielleicht irgendwie, du kannst dich im Chat nachher nochmal melden bei mir. Und das ist jetzt im Grunde genommen was Angefangenes, aber ich muss es jetzt wegen der Zeit abbrechen. Ich mag das zwar überhaupt nicht, aber ich habe natürlich das versprochen, dass sie auch mit drankommt. Ich hatte jetzt Ja. halt, wir haben zu viel halt geredet, ne? Jetzt hat die zweite natürlich den Vorteil, dass sie das schon mitbekommen hat und mit ihr werde ich wahrscheinlich schneller gleich klopfen können. Und dann mache ich nachher im Chat mit dir weiter. Dann schreiben wir das nachher im Lilith-Blog in den Kommentar rein, wie es weitergegangen ist, ne? Weil die jetzt natürlich mit im Chat sind und die Sendung sehen, die hätten jetzt natürlich gerne irgend sowas, irgendwie wie ein kleines Ergebnis gehabt. Und das haben wir jetzt halt nicht. Das können wir jetzt nicht zeigen. Müssen wir halt mit klarkommen. Okay? Darf ich Okay. dich denn jetzt an dieser Stelle verabschieden? Wir machen das dann später im Chat weiter und schreiben das als Kommentar dann auf dem Lilith-Blog rein, wie es weiterging. Alles Okay? klar. Danke dir. Also, ich dir auch. Dankeschön, Dankeschön. Maria. Tschüss. Tschüss. So. Dankeschön erstmal für den. Ja, so ist es, ne? That's live, genau. Das sind Ja, das einfach ist auch, live, genau. genau, auch Sachen, aber erstmal überhaupt, wie es geht. Ach, da ruft schon die Erika an. Hallo, Erika, nehme ich an. Ja, hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend, liebe Erika. Ja, ich habe natürlich die ganze Sendung mitbekommen. Ja, ich war am Anfang, weiß ich auch nicht, warum ich nicht mich einloggen konnte. Aber jetzt bin ich Jetzt da. bist du da. Ist alles Okay, gut. Jetzt passt nutzen wir die alles. Zeit, die wir noch haben. Ne? Ist jetzt für dich auch ein bisschen kürzer. Also 5 Ja. Minuten möchte ich nachher zum Schluss noch haben, dass wir noch kurz Fragen beantworten können, dass die Leute nicht zu kurz kommen. Also Ja. ich kürze bei dir ab. Wir haben ja auch schon ein bisschen Vorgespräch gehabt. Also dein 9. Haus ist voll. Also im Grunde ähnliche Themen, wie wir sie eben hatten. Und du profitierst jetzt praktisch davon, was wir eben schon als Gespräch hatten. Wir können das jetzt im Grunde genommen abkürzen. Du hast einen Skorpion-Aszendenten, das wirst du sicherlich wissen. Und da steht der Pluto, der dazu gehört, als Planet im 9. Haus. Du hast ganz viele Planeten im Löwezeichen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Also ganz, ganz stark besetztes Löwehaus. Nicht Löwehaus, sondern Löwezeichen im 9. Haus. Das heißt, diese Themen, also es hat natürlich wirklich gut gepasst. Oh, jetzt ist Abgebrochen. was mit der Erika passiert. Wird sich gleich nochmal melden. Ja. Das passiert. Also ich erzähle dann schon mal weiter für die anderen. Genau. Also Ironie und Sarkasmus kann ich direkt anschließen. Die sind hier noch stärker betont. Und das ist aber ein kollektives Thema, ganz, ganz deutlich für die ganze deutsche Bevölkerung. Da hängt der Nationalstolz mit dran. Und da hängt wirklich also halt diese, also wenn wir aus dieser Ironie und dem Sarkasmus, der kompensatorische Ausdrucksform aus dem Schützezeichen, wenn wir da nicht rauskommen, dann kommen wir auch nie zu unserer wirklichen Souveränität. Das muss ich an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen. Vielleicht ist es deswegen auch immer unterbrochen. Vielleicht sollte ich das erst noch vorher richtig gesagt haben, dass es wirklich so ganz, ganz viele Leute erreicht. Und Ironie und Sarkasmus hilft uns wirklich allen nicht weiter. Also was wirklich rauskommen sollte in der gelösten Form, ist Wertschätzung für was auch immer. Ob das jetzt irgendetwas ist, was man, also gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja? Ist sie wieder Hi. da? Ja, Erika, bist wieder Ja. da? Ja. Okay, schön. Hallo? Okay. Ich höre sie noch nicht. Moment. Erika, bist du da? Ah, ach so. Jetzt. Ja, jetzt bist du laut. Gut. Okay. Erika, kannst du mich gut sehen?
sag eher, aber ironisch empfinde ich mich nun überhaupt nicht, gar nicht. Du nicht, du wirst damit konfrontiert. Ach so, okay. Das ist ja die Projektion. Jetzt verkehrt verstanden. Und dann gehst du automatisch in die gehemmte Form. Ihr kennt die Texte natürlich nicht. Die kommen jetzt so nach und nach auch alle mit auf die Lilith-Seite, auf den Blog. Dann könnt ihr da besser was mit anfangen. Ich hatte das vorhin, du hast es ja gesagt, du hast alles von Anfang an gehört. Es gibt also aus der Staffel, aus der ersten Staffel ein Video, das solltest du dir anschauen, ne, vom Sündenbock zum Nationalheld. Und das hat inhaltlich mit Sicherheit auch vieles, wo du sagst, oh ja, da kann ich was mit anfangen. Okay, so du hast jetzt zum Beispiel, für dich ist es wichtig, zu transformieren zu lernen, von Ohnmacht in deine eigene Macht, in deine Selbstermächtigung zu kommen. Das ist jetzt aber erzählt, ich möchte ja mit dir klopfen. So, und dann hätte ich anzubieten, so ganz flott, jetzt müssen wir kurz gucken, die Auslösung. Du hattest Mars-Auslösung zum Beispiel 1976 im Frühjahr, da warst du 32, knapp 33. Trifft auch gleich für karmische Themen zu. Kannst du da irgendwas sagen, was da so ganz spontan dir einfällt? In dem Alter habe ich das zweite Mal geheiratet mit 32, ja. Und habe dann auch ziemlich kurz danach, das war aber schon vorher abzusehen, eine ganz schwere Operation gehabt, ja. Mit 32. Was war das für eine OP? Das war eine zweite Magenoperation, die sehr kompliziert war, weil da alles so ein bisschen umgewandelt wurde, Magenausgang anders verlegt und okay, mehr braucht es nicht, das reicht mir schon, das passt jedenfalls zum Thema, das Mondthema Magen. So, und dann kannst du mit dem Erinnerungsfilm was anfangen, weil das kürzt nämlich alles ab, dann können wir nämlich noch ganz gut was schaffen in der kurzen Zeit. Schaffst du das, diese Magen-OP zu nehmen als ein Erinnerungsfilm? Ja, das schaffe ich gut. Ja, das ist schön. So, jetzt lässt du einfach diesen Erinnerungsfilm laufen und hältst den Film an der Stelle an, wo es für dich besonders unangenehm war. Dann hast du ein statisches Bild. Ja. So mehr brauche ich dann nicht. Ich muss nichts wissen, sondern du fühlst jetzt einfach nur, was du fühlst, wenn du dieses Bild betrachtest. Oh, ja. Mhm. Jetzt nur das Gefühl, das ist ein einziges Wort. Todesangst. Okay, Todesangst. So auf der Skala, wie hoch, brauche ich, glaube ich, gar nicht fragen. 10. 0 ist das Wichtigste und 10 das Stärkste ist 10. Okay, so dann sind wir gleich drin. Dann sagst du einfach mal, auch wenn ich Todesangst fühle. Wenn ich dieses Bild betrachte. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich es wirklich nicht verdient haben sollte. Frei von dieser Todesangst zu sein. Wenn ich dieses Bild betrachte. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und vergebe mir alle. Was ich dazu beigetragen habe. Und vergebe meiner Mama, die vielleicht ihre Todesängste immer wieder unterdrücken musste, was sie dazu beigetragen hat. Und vergebe allen, ich sag jetzt wieder Kriegsherren zu allen Zeiten. Ganz besonders den Kriegsherren aus der Nazizeit. Zum Beispiel Churchill, Roosevelt, Stalin. Und natürlich auch Hitler, richtig, ne? Was die dazu beigetragen haben. Und vergebe ihnen allen zusammen noch einmal. Weil sie zutiefst die deutsche Volksseele verletzt haben, fast vernichtet haben. Was sie dazu beigetragen haben, ja.
Und vergebe meinem Papa. Und vergebe meinem Papa. Der seine Ohnmacht. Der seine Ohnmacht. In dieser Zeit. In dieser Zeit. Nicht lösen konnte. Nicht lösen konnte. Und seine traumatischen Erfahrungen. Und seine traumatischen Erfahrungen. Auch auf mich übertragen hat. Auch auf mich übertragen hat. Emotional übertragen hat, ne? Was er dazu beigetragen hat. Ja, was er dazu. Und vergebe allen Männern. Und vergebe allen Männern. Und Soldaten, die in dieser Kriegszeit ihre Ohnmacht, die ohnmächtig miterleben mussten, wie so viele gestorben sind, die, wo sie selbst vielleicht mitgetötet haben und sie halt ja in ihrer Todesangst auch getötet haben, sonst wären sie getötet worden und so. Ja, die ohnmächtig miterleben mussten, wie viele gestorben sind und sie vielleicht auch viele getötet haben. Genau. So, und du vergibst dir alle karmischen Ursachen. Ich vergebe mir alle karmischen Ursachen, die ich bezüglich Krieg, egal in welchem Leben, gesetzt habe. Die ich bezüglich Krieg, egal in welchem Leben, gesetzt habe. Was ich dazu beigetragen habe. Was ich dazu beigetragen habe. Und vergebe allen, die, mit denen ich karmisch verbunden noch verbunden bin, die mich immer wieder in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt haben. Und vergebe allen, mit denen ich noch karmisch verbunden bin, die sich in kriegerischen Auseinandersetzungen verbunden haben. Mich in kriegerische Verwicklungen, Verwicklungen könntest du auch sagen. Einbezogen haben, oder? Es läuft ja immer beidseitig. Das ist wichtig, dass man beidseitig vergibt, ja? Ja. Und wähle jetzt für mich. Und wähle jetzt für mich. Frei von meiner Todesangst zu sein. Frei von meiner Todesangst zu sein. Wenn ich dieses Bild betrachte. Wenn ich dieses Bild betrachte. Du hast wieder dieses geistige Bild, dieses Bild von deinem geistigen Auge, was du vorhin hattest, also was du dir gesucht hast. Hast du das von deinem geistigen Auge? Ja. Okay. So, jetzt gehst du auf die einzelnen Punkte und da sagst du jetzt, ich lasse meine Todesangst. Ich lasse meine Todesangst. Vollständig und für immer los. Vollständig und für immer los. Wenn ich dieses Bild betrachte. Wenn ich dieses Bild betrachte. Du siehst meine Augenbraue, ne? Ja. Okay, dann kommt jetzt der Schläfenpunkt. Ich lasse meine Todesangst. Ich lasse meine Todesangst. Wenn ich dieses Bild betrachte. Wenn ich dieses Bild betrachte. Vollständig und für immer los. Vollständig und für immer los. Und jetzt der Magenpunkt. Ich lasse meine Todesangst, vollständig und für immer los. Vollständig und immer los, wenn ich dieses Bild betrachte. Betrachte vollständig los, ja. Du kannst beide Seiten nehmen, weil dies ist nämlich der wichtigste Punkt jetzt im Moment, weil das ist der Magenpunkt. Ja. Und da bleibst du noch ein bisschen, ja? Und dann sagst du noch ein paar Mal hintereinander, ich lasse diese Todesangst, wenn ich dieses Bild betrachte, vollständig los. Und für immer vor allen Dingen. Ich lasse diese Todesangst, wenn ich dieses Bild betrachte, für immer los. Und vollständig, beides. Es ist wichtig, beides weg und für immer. Immer und vollständig los, ja. Ich lasse diese Todesangst, ja, wenn ich jetzt dieses Bild betrachte, jetzt. Für immer und vollständig los. Bleib wenn da, dass es wirklich kaum komplett gelöst ist. Mhm. Ich lasse meine Todesangst. Ich lasse diese Todesangst. Vollständig und für immer los. Vollständig und für immer los. Wenn ich dieses Bild betrachte. Wenn ich dieses Bild betrachte. Einmal noch. Ich lasse diese Todesangst, wenn ich das Bild betrachte, vollständig und für immer los. Okay, dann ist der nächste Punkt unter der Nase. Ich lasse meine Todesangst, wenn ich dieses Bild betrachte, für immer und vollständig los. Ich lasse meine Todesangst, wenn ich dieses Bild betrachte, für immer und vollständig los. Ich lasse meine Todesangst, wenn ich dieses Bild betrachte, für immer und vollständig los. Ich lasse meine Todesangst, wenn ich dieses Bild betrachte, für immer und vollständig los. Ich lasse meine Todesangst für immer, wenn ich dieses Bild betrachte, vollständig und für immer los, ja. Mhm.
Ich lasse meine Todesangst für immer, wenn ich dieses Bild betrachte, vollständig und für immer los. Ich lasse meine Todesangst, wenn ich dieses Bild betrachte, für immer und vollständig los. Ich lasse meine Todesangst, wenn ich dieses Bild betrachte, für immer und vollständig los. Ich lasse diese Todesangst, wenn ich dieses Bild betrachte, für immer und vollständig los. Ich lasse meine Todesangst, wenn ich dieses Bild betrachte, für immer und vollständig los. Ich lasse meine Todesangst, wenn ich dieses Bild betrachte, für immer und vollständig los. Okay, so, das war schon ganz schön noch, ne, zu spüren, was passiert ist. So, und jetzt gib dir einen kleinen Moment noch Zeit, denn so viel Zeit muss sein. Jetzt spürst du wieder, hast wieder dieses Bild von deinem geistigen Auge und spürst wieder deine Todesangst, die war vorhin auf 10, wo ist sie jetzt? Weg. Also dann sag eine Zahl, ich brauche eine Zahl, ich darf dir die nicht in den Mund legen. Sag ich mal 2. Okay, so mit diesem Rest könnte ich jetzt was machen. Wir haben jetzt aber nur noch 3 Minuten. Das mache ich dann mit dir auch noch, also im Nachhinein auf dem Skype-Chat, weil dann kommt anschließend ein schöner Wahlsatz raus. Und das wird dann eine Affirmation. Ich wünsche mir jetzt halt nur von euch beiden, dass ihr das auch als Kommentar mit auf den Lilith-Blog schreibt, weil diese Dinge, die wir jetzt gerade geklopft haben, die tragen ganz, ganz viele Menschen mit sich rum. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis, dass wir wissen, dass auch aus diesem Grund immer wieder Kriege angezettelt werden, weil diese alten emotionalen Konflikte, die über Generationen, es geht wirklich bis in die Urgroßeltern-Generation, was die alles gelitten haben, das haben wir alle noch im emotionalen Rucksack. Und das sollte wirklich freigeklopft werden. Das ist die einfachste Technik, die ich kenne. Und keiner, das habe ich vorhin eingangs gesagt, keiner wird bei mir, also was weiß ich, abgewiesen, nur weil er kein Geld hat. Ja, also okay. Wir finden immer Möglichkeiten, dass es möglich wird, okay? Erzähl das einfach mal. Vielen Dank. Okay. Danke. Also dann bis nachher, meldest dich einfach dann im Chat, ja? Okay? Die mir dann kannst okay, danke. Also bis später. Bis später, tschüss. Okay, so, das war jetzt schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Was heißt ein kleines, also ganz schön großes eigentlich. Und ja, jetzt weiß ich nicht, jetzt ist fast die Zeit vorbei, aber vielleicht sind ein paar Fragen im Chat und ich antworte einfach noch. Genau, also erstmal Grüße auch von all die im Chat sind, Rosa, Alina. Alina schreibt, ich habe mal mitgeklopft. Genau, vielleicht kannst du dann Resonanz geben, Alina, wie es dir damit ergangen ist. Das wäre da auch mal schön. Ja. So ein Feedback ist doch auch was ganz Schönes. Genau. Dauert immer ein bisschen. Also erstmal danke. Ja, war jetzt ein bisschen fast stressig für dich, aber danke, dass du und danke auch an Maria und Erika, die sich jetzt hier zur Verfügung gestellt hatten, ne? Ja, genau, und wir haben auf jeden Fall mal das schon richtig gut, andere dann auch wieder, dass sie das machen. Einen guten Einblick bekommen schon mal, ne? Wie das vonstatten geht. Ja, du bist ja da auch wirklich zack, zack und führst es gut durch. Und bist da sehr wach und aufmerksam und bekommst auch mit, wann man da ist und man nicht da ist. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Sonst bringt es ja nichts. Ne? Das war jetzt vorhin, bei Zwillinge-Aszendent ist das so, die retten sich in den Verstand. Und das braucht halt nur ein bisschen mehr Zeit. Dann kommt sie auch dran. Sie war kurz davor, nur ich konnte halt nicht weitermachen, weil die Zeit dann nicht ausgereicht hätte. Hallo, schreibt Alina. Hallo, liebe Alina, magst du was schreiben? Oder sonst ruf auch gerne an, wenn du möchtest. Also ist auch schön, deine Stimme zu hören, wie du möchtest. Alina war, glaube ich, letzte Woche im Chat. Genau. Ich glaube, wir haben geklappt. Ah, sie schreibt, ja, ich habe die Soldaten gesehen und sie staunten mich an. Mhm. Interessant und leicht fühlt man sich. Mhm. Sie hat kein Telefon. Ja. Okay. Ja. Also ich kann da was mit anfangen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir letzte Woche geklopft haben. Okay. Ja, dann ist es jetzt Schlag 22 Uhr. Ja, falls jetzt noch eine Frage. Ein paar Minuten dürfen wir ruhig überziehen. Na klar, falls jetzt noch eine Frage. Okay. Einfach auftaucht, sehr gerne. Alina, ist es für dich jetzt erstmal soweit auch rund oder ist da bei dir jetzt eine Frage zum Beispiel aufgetaucht? Noch nie geklopft. Aha, das erste Mal hat sie heute. Ach so, das ist eine andere. Ja, genau, das kann ja alles sein. Ja, das ist natürlich toll. Oh, noch nie geklopft. Ja. Schön.
Schön, sagt Dann sie, ja. schreibe ich vielleicht mal den, aber muss ich gar nicht reinschreiben, weil eigentlich ist, ich sage ihn nochmal. Ja. Also ihr könnt gerne auf dem Lilith-Blog eure Kommentare reinsetzen und ich mache jetzt natürlich ganz viel Texte da rein, weil ich konnte das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, bei den YouTube-Kommentaren. Das ging irgendwie nicht so, wie ich das haben wollte. Und jetzt habe ich aber das halt rausbekommen, wie es gemacht wird. Und bei dem Lilith-Blog ist es einfacher für mich. So, und dann könnt ihr einfach Kommentare reinsetzen, Fragen reinsetzen, die werden beantwortet. Und das, was wir jetzt gemacht haben, schreibe ich da natürlich mit rein. Ich verlinke dann halt mit diesem Video auch und berücksichtige dann auch gleich Fragen mit. Das wird ein ganz lebendiger Blog mit ganz vielfältigen Themen, ganz wichtig. Und ja, ihr dürft auch Wünsche äußern natürlich, ne? Sehr Okay, in schön. diesem Sinne. Weiß ich nicht, wenn noch eine Frage ist. Ich guck mal. Ich werde Ja. schreiben. Einfach mitgemacht. Schön. Einfach mitgemacht. Ich werde schreiben, sagt sie. Das ist toll, danke schön, dass da so richtig Leben in die Bude kommt und dass wir es schaffen, noch diese 14 Tage bis zum zweiten Weihnachtstag, habe ich ja vorhin gesagt, ist nämlich Uranus dann direkt, weil der nimmt alles Fahrt auf und da könnte Frieden Fahrt aufnehmen oder aber halt natürlich auch diese Dinge, die wir nicht wirklich wollen, ne? Und also wir haben das wirklich alle selbst, wenn wir uns selbst ermächtigt haben, mit den ganzen Themen, die mit dem Lilith-Projekt da dranhängen, ihr könnt das alles lesen, was da eine Rolle spielt. Und dann gestern habe ich zum Beispiel, da konnte ich noch gar nicht zu kommen, habe ich also halt natürlich Kinderkarussellhändler eingeschrieben, die bundesweit unterwegs sind und die kommen auch, habe Fotos gemacht und das stelle ich alles auf den Lilith-Blog. Ah, schön. Und auch alles, was ihr an Text haben müsst, wenn ihr selber zu euren Händlern geht und sagt, ihr wollt halt die Märchensteuer, dass die in die Kommune kommt, das ist alles an den Texten auf dem Lilith-Blog mit drin. Sehr Kommt schön. jetzt alles nach und nach noch schneller. Alina schreibt nochmal als Kommentar: Kratzen habe ich etwas im Hals bekommen. Ja, das ist eine normale Reaktion, da könnte jetzt weitergeklopft werden, weil da meldet sich die Stier-Venus. Das sind Selbstwertkonflikte, die in dem Alter zwischen 7 bis 14 passiert sind. Und das sind ja sozusagen, das ist schon Teil der Lösung. Als in der Homöopathie sagt man ja dann erst Verschlimmerung. Ich nutze das Wort so überhaupt gar nicht, sondern würde lieber von einer Heilkrise sprechen. Weil Heilkrisen können ganz kurz sein. Und dies ist sowas wie eine ganz, ganz kleine Heilkrise. Ja, und die Mandeln und der Hals und so, sie stehen da synonym natürlich also halt als Symbolik für die Stier-Venus mit drin. Und da weiß ich einfach, da geht es um Selbstwertkonflikte, Einbrüche, die damals passiert sind. Und da hängen halt die Geldthemen dran. Wenn das heile ist, dann ist eure Geldenergiebahn frei. Ne? Wo auch immer das herkommt. Wir haben ja Interessant. tolle Themen, da spreche ich ja jetzt gerade bewusst nicht drüber. Auch nicht vom Reh, ich habe das vorhin gesagt, nur wer das halt noch nicht kennt, der fragt halt auf dem Lilith-Blog und wir wissen ja untereinander halt, dass wir da im Moment gar nicht viel drüber sprechen. Nur halt, da haben wir dann auch freie Bahn. Ne? Das könnt ihr weiter sagen und auch weiter denken und fühlen und so weitermachen, dass wir halt wirklich da auch freie Bahn bekommen, wo wir gerade viel mit den Themen zu tun haben. Nochmal Okay. von Maria, wo finde ich den Lilith-Blog? Nochmal. Ich sage Ihnen nochmal, www. Lilith, also ich buchstabiere Lilith mit THLILITH und ein S gleich dahinter. Lilith-Seelenarbeit.de. Okay, ich kann jetzt leider gerade nicht schreiben. Es geht, funktioniert Ja, gerade nicht. da bin ich nämlich weg. War gerade versucht auch reinzuschreiben, aber dann weiß ich, dass ich weg bin, ne? Oder könnte ich es probieren? Du kannst probieren. Aber ich geb dir nachher weiter. Also er steht, ach so, wenn auf dem, wenn er den Dings nicht habt. Ich probiere mal. Ja, probier mal. Bei mir geht es gerade nicht. Lilith.de. Lilith-Seelen. Oh, das E fehlt noch. So. Oh ja, ging. Kein Tippfehler drin, ne? Ach Siehst du so, das oder ja, nicht? ich sehe das, genau. Ach so, du hast es jetzt in Skype geschrieben. Kann, Ja, wo kannst du war das das? direkt im Chat schreiben? Nee, ne? Das kannst du nicht. Habe ich doch. Habe ich doch. Nee, im Skype hast du es geschrieben, aber nicht im Ach so, GTV-Chat. steht da, dass hier hochgeladen ist, Ach meinst du? so, okay. Das gibt es noch gar nicht. Ihr müsst es doch erst hochladen. Ah, okay, alles klar. Du bist ja jetzt nicht. Ja, alles klar. Schon klar. Steht später drin. Ich weiß ja, dass die Videos immer ziemlich schnell hochlädt. Genau, Also das ist es mache ich jetzt noch. nach 10 Genau, über Nacht sitze kommen. meistens bis 1 oder manchmal 2 Uhr sitze ich da noch und schreibe Texte. Und Und das dann sehe ich ja, mache ich wenn es das direkt hochgeladen da ist. drunter, ne? Unterm Video. Ja, Ja, genau, genau, so dann mache machen ich wir es. direkt da. Ja. Genau, so machen wir es. Okay.
Jetzt ist Gut. Ruhe eingekehrt. Gut. Ja, stimmt. Alles klar. Okay, liebe Heidemarie, liebe Zuschauer, liebe Fernfühlende, vielen Dank. Wieder ein interessanter Abend. Ja, Ja. und es geht weiter nächsten Donnerstag und sogar Weihnachten mit dem Abschluss des Lilith-Blocks. Und Ja. am 31. habt ihr gehört, geht es dann mit dem neuen Block weiter, mit dem Ja, und wieder los. Heiligabend ist natürlich dann besonders schön, weil da sind die Ja. Fische-Themen dran. Ne? Ah. Und nächsten kommenden Donnerstag ist ja dann Wassermann, Uranus. Da weise ich dann nochmal darauf hin, wie wichtig das ist, dass wir da darauf achten, dass wir da halt diesen Stress transformieren. Ne, Weihnachtsstress haben ja ganz viele, aber das geht dann wirklich in Richtung Freiheit und in echte Freiheit. Und das ist dann wirklich auch so, dass der Krieg nicht, da können die Bomber einfach wieder zurückkommen. Oder keine Ahnung, wie das dann gehandelt wird. Also. Ja, Na ist gut. sehr intensiv. Wow. Ja, Es ist wirklich klein auf Kante, aber wir haben es wirklich halt auch kollektiv. Wir wissen doch alle, wie die morphischen Felder genährt werden können. Und wenn diese Geschichte mit dem hundertsten Affen funktioniert, dann haben wir das ganz schnell. Wir brauchen 1% der deutschen Bevölkerung. Das reicht schon. Ne? Und die sind schnell erreicht. Über die Weihnachtsmärkte geht das ganz schnell. Ja, danke Okay. für deinen großen Dienst da, für deine Hingabe da. Da bin ich wirklich, ich renne wirklich Unermüdlich. über offene Türen ein. Also egal, wo ich hingekommen bin, heute habe ich es nicht geschafft, aber gestern war ich unterwegs und wirklich, egal, wo ich hingekommen bin, alle. Na Sehr gut. schön. Vielen Dank, Heidemarie. Dir einen entspannten Abend jetzt, Ja, gemütlich noch werde ich bei noch haben. Ich werde noch gleich Kerzenschein. tippen und dann hören wir uns, sehen wir uns dann wieder. Genau. Grüß Gigi. Mach Gerne. ich. Genau, mach Okay. ich. Und Schönen Abend, schönen Abend Sabine. dir auch, liebe Heidemarie. Vielen Dank. Ja, Tschüss. tschüss. Ciao.